Willkommen alle zusammen. Mein Name ist Jakob und ich bin bei Bright Data. Ich bin der Leiter unserer globalen Pre-Sales-Organisation. Ich freue mich sehr, dass Sie an unserem Webinar teilnehmen. Heute haben wir drei großartige Experten für Browser-Automatisierung für unsere Masterclass über dynamisches Scraping. Bevor wir beginnen, einige organisatorische Hinweise. Am Ende werden wir eine Q&A-Sitzung haben, also zögern Sie nicht, Ihre Fragen im Q&A-Bereich zu stellen. Ich denke, es könnte einen Button zum Handheben geben. Wir werden diesen für die Kommunikation nutzen, also stellen Sie bitte Ihre Fragen in die Q&A. Wenn es etwas ist, das mein Team während der Sitzung bearbeiten kann, werden Sie die Frage dann beantworten und alles andere wird bis zum Ende der Sitzung aufgeschoben, damit wir das abdecken können. Am Ende der Sitzung werden wir auch eine kurze Umfrage verschicken. Und wie bei Umfragen üblich, schätzen wir das Feedback, das Sie uns geben werden, sehr. Das wird uns helfen, mehr Inhalte wie diese sowohl für unsere Kunden als auch für Menschen im Bereich des dynamischen Web-Scrapings und der Datenextraktion zu erstellen. Dies wird aufgezeichnet und anschließend geteilt. Wenn Sie irgendeinem Zeitpunkt aufstehen oder gehen müssen, fühlen Sie sich frei. Am Ende der Sitzung werden wir alles zusammenstellen und es Ihnen kurz danach zusenden. Da wir nun beginnen, handelt es sich um ein globales Webinar. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt. Wenn Sie gerade die Möglichkeit haben, gehen Sie in unseren Chatraum und teilen Sie uns mit, woher Sie kommen, damit wir sehen können, aus welchen verschiedenen Orten die Teilnehmer dieses Webinars stammen. Ich bin zum Beispiel derzeit in Stockholm, Schweden, wo ich dieses Webinar durchführe. Normalerweise findet man mich in der Bay Area, in der San Francisco Bay Area in Kalifornien, wo ich lebe, aber ich mache gerade eine kleine Reise durch Europa und melde mich von dort. Jetzt möchte ich Ihnen unsere drei Gäste vorstellen. Wir haben Greg, Dario und Diego, ebenfalls aus verschiedenen Teilen der Welt. Und ich werde jedem von Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen. Also, lasst uns anfangen. Greg, könntest du dich bitte vorstellen? Sicher. Danke. Ich entschuldige mich. Ich erhole mich von Covid. Könnte meine Stimme etwas kratzig sein. Greg, San Francisco, Kalifornien. Ich arbeite bei einer Firma namens Andela. Ich baue ein Produkt namens Qualified.io. Wir nutzen es, um Unternehmen dabei zu helfen, Ingenieure einzustellen. Und ich bin ein ziemlich traditioneller Software-Ingenieur. Aber nebenbei mache ich viel Web-Scraping und Testing und nehme an Stack Overflow teil, woher mich einige Leute hier kennen. Das bin also ich. Ausgezeichnet. Nun, wir werden dich nicht mit der Covid-Stimme singen lassen, das macht es ein bisschen einfacher. Das kann ich wirklich nicht einmal ohne Covid tun, überhaupt. Ausgezeichnet, Dario, als nächstes dran. Ja, also ich bin Dario. Ich lebe in Argentinien. Wie Sie sehen können, ist es hier ziemlich kalt. Also ja, ich arbeite bei Mabel. Wir machen Low-Code-QA-Automatisierungstools. Ich bin auch der Autor von Puppeteer Sharp, der Puppeteer-Version von Puppeteer für .NET, einer leistungsstarken und vielseitigen Bibliothek. Und ich helfe auch dem Playwright-Team, die Version von Playwright für .NET zu erstellen. Also ja, ich bin auf beiden Seiten. Ich liebe sowohl Puppeteer als auch Playwright. Ausgezeichnet. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und zuletzt, Diego. Hey, alle zusammen. Danke, hier zu sein. Greg, du klingst großartig, selbst nachdem du dich erholt hast. Ich konnte es nicht glauben, du klingst sogar besser als ich. Ja, ich bin Diego. Ich nehme aus Valencia im Süden Spaniens teil. Ich bin Kolumbianer. Ich bin vor einiger Zeit hierher gezogen. In meinem Berufsleben trage ich mehrere Hüte. Ich bin einer der Leiter des Saloon-Projekts. Aber ich bin einer der Open-Source-Leiter einer Cloud-Test-Plattform. Meine Expertise liegt in der Browser-Automatisierung. Ich hoffe, dass Sie Wertvolles von mir und von uns allen mitnehmen können. Danke. Vielen Dank an alle. Dieses Webinar wird wahrscheinlich ein wenig anders sein als andere. Was wir tun, sind Blitzrunden, also 3 Minuten pro Thema. Hier sind die 7 Themen, die wir behandeln werden. Ich werde auf jedes einzelne eingehen, wenn ich es Ihnen vorstelle. Jetzt gibt es eine lustige Aufgabe in der unteren rechten Ecke, unser Pop-Quiz. Diese gibt 200 Punkte ein. Eine Geschenkkarte von $200 für den Ersten, der die Frage beantworten kann. Ich werde Ihnen mehr Details geben, wenn wir dort angekommen sind. Aber es ist etwas, das, hey, wenn du dabei bleibst, kannst du die Frage beantworten. $200 könnten dir gehören. Also lass uns anfangen. Und so ist das erste Thema, das wir hier haben, das Schritthalten mit HTML-Änderungen. Viele von euch wissen, dass sich Scraping-Skripte und Pipelines sowie Websites ständig ändern. Ich habe mit einigen Entwicklern gesprochen, dass ein Skript, das 3 Monate alt ist, dem Äquivalent von 10 Jahren entspricht. Die Dinge ändern sich ständig.
Wir beginnen mit Greg. Greg, ich werde dir diese Frage weiterleiten. Was können wir tun, um die Wartung und mögliche Unterbrechungen unserer Skripte zu reduzieren, damit sie länger laufen? Da sich diese Änderungen ändern, wenn sich diese Seiten ändern und damit gibt es einen Timer, alles klar, klingt gut, also ist der Schlüssel hier, einfach mit den Grundlagen zu beginnen, zuverlässige Selektoren zu wählen, solche wie lange Ketten von hartcodierten Selektoren zu vermeiden, oder es ist wie Div, First Child Div, ein weiteres Div, Absatz. Wenn Sie diese starre Struktur haben und einer dieser Divs sich ändert, was sehr wohl passieren kann, dann fällt das Ganze irgendwie auseinander. Versuchen Sie also, Ihre Selektoren vorzugsweise mit ARIA-Label oder etwas wie Text auszuwählen, das sich weniger wahrscheinlich ändert. Noch besser, vermeiden Sie den DOM vollständig und gehen Sie direkt zum Abfangen von API-Anfragen über. Wenn du diese Daten aus einem JSON-Format abrufen kannst, ist es noch unwahrscheinlicher, dass sie sich ändern als das DOM. Es wird schneller, zuverlässiger und stabiler sein. Wenn Sie HTML komplett vermeiden können, ist das eine großartige Strategie. Eine weitere Möglichkeit könnte eventuell sein, Daten herunterzuladen, indem mehr wie ein Screenscrape-Ansatz für Text gibt es etwas, das Mozilla Readability genannt wird. Also wenn Sie Ihre Daten aus einer Readability-formatierten Version der Seite erhalten können, ist das eine sehr vorhersehbare Struktur. Es wird eine Art H1-Absatz, H1-H2-Struktur erzeugen, die sehr linear und sauber ist. Es entfernt viel von dem Müll, den man auf vielen Websites sieht, wie Teilwindklassen und all diese unabschöpfbaren, unwartbaren Strukturen, die heutzutage überall im Web zu finden sind. Mal sehen. Was kann ich sonst noch in anderthalb Minuten denken? Es musst du, Dario, sein. Habt ihr etwas hinzuzufügen? Ich werde es weitergeben. Das ist wohl mein erster Gedanke. Nun, ich habe noch eine Sache hinzuzufügen, und zwar zusätzlich zu dem, was Greg gesagt hat, was alles Sinn ergibt. Es gibt also ein Tool in der Selenium WebDriver-Welt, das im Testen sehr umstritten ist, weil man im Testen eigentlich möchte, dass der Selektor fehlschlägt, um zu sehen, ob die Website zusammenbricht. Aber es gibt etwas, das Helium ist also wie eine Heilung für Selenium, und was es tut, ist, dass es den Locator erfasst und Ersatz für diesen Locator findet. Wenn der Locator ausfällt, versucht es, die nächsten zu überprüfen und zu sehen, welche anstelle des ursprünglichen ersetzt werden könnte. Es versucht also, ihr Skript zu heilen und die Ausführung fortzusetzen. Es könnte also eine gute Sache sein, es auszuprobieren. Es wird Heilung genannt, also Heilung für Selenium. Es könnte nützlich für Webscraping sein. Gibt es ein ähnliches für die anderen beiden Sprachen? Nun, es kann auf beiden Seiten verwendet werden, auf der Client-Seite, wenn Sie Java verwenden, aber wenn Sie es auf der Server-Seite verwenden, muss es zwischen dem Server und der Website platziert werden. Es muss also in beiden Fällen verwendet werden. Verstanden, Dario, 2 Sekunden. Ja, ich benutze nie Expat. Ich benutze nie Expat. Verwenden Sie niemals Expat. Alles klar, das waren 3 Minuten. Das ging schnell. Wir haben jetzt noch eine weitere. Navigieren der clientseitigen Selbstrouting in Sparse, also Single-Page-Anwendungen. Verwenden oft clientseitiges Routing, was es schwierig macht, Inhalte, die sich ohne Neuladen ändern, genau zu scrapen. Dario, wie stellen wir sicher, dass bei der Datenextraktion von SPAs keine dynamisch geladenen Inhalte fehlen? Sehr gut. Sowohl bei Puppeteer als auch bei Playwright gibt es die Go-To-Funktion, mit der man zu einer Seite geht, und die Funktion wird aufgelöst, das Versprechen wird aufgelöst, wenn die Seite bereit ist. Das Problem mit Spark-Seiten ist, dass die Seite höchstwahrscheinlich nicht bereit ist, wenn sie zu Resolve gehen. Das Problem dabei ist, dass man beispielsweise sowohl in Player Idle als auch in Puppeteer auf das Laden der Seite warten kann, auf das Laden des DOM-Inhalts oder sogar auf die Netzwerkauslastung warten kann, aber keines davon wird Ihnen helfen. Also, ich denke, das Erste, woran du denken musst, ist, dass du dem Tool, sowohl Player Idle als auch Puppeteer, nicht vertrauen solltest, wenn es dir nach der Navigation sagt, dass die Seite fertig ist, selbst wenn das Netzwerk inaktiv ist. Manche Leute sagen, okay, warten wir auf die Netzwerklast und warten 500 Millisekunden. Aber sollten sie sich nicht verlassen, weil sie dem Netzwerk nicht vertrauen. Sie wissen nicht, wann die Seite fertig wird. Also das Erste ist, dass man der Navigation nicht zuerst vertrauen sollte. Und dann ist da noch eine Sache mit dem Spion, dass man sehen, ob sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.
Zum Beispiel ist eine Sache, die etwas kompliziert ist, zum Beispiel der Outlook-Login, der viele Schritte hat, und es ist eine SPA und jeder Schritt hat einen Weiter-Button. Also das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass der Button da ist. Playwright oder Puppeteer sagt mir, dass der Button da ist, also weiß ich, dass ich auf Weiter klicken kann. Aber das Problem ist, dass du nicht weißt, ob dieses Weiter vom ersten Schritt oder vom zweiten Schritt stammt. Wenn du also eine SPA-Anwendung programmierst, musst du vorsichtig sein und sagen, okay, ich bin am richtigen Ort, überprüfe zum Beispiel den Titel, überprüfe ein weiteres Element, also okay, ich bin im Login, also gebe ich den Benutzer ein und logge mich ein und klicke auf Weiter. Aber anstatt erneut auf Weiter zu klicken, musst du vielleicht den Titel überprüfen. Ich speichere den Titel als eine Hand. Aber sie müssen immer sehr vorsichtig sein, nicht zu denken, dass das Element, auf das sie wirklich und länger einwirken möchten, wirklich vorhanden ist. Das bedeutet, dass das das Element ist. Das ist also sehr wichtig. Eine andere Sache ist, dass mit diesen Assistenten haben sie keine neue Navigation, aber möglicherweise ändert sich die URL. Eine weitere gute Praxis ist es, auf die Änderung der URL zu warten. Aber wenn sich die URL ändert, vertrauen Sie nicht darauf, denn vielleicht ändert sich die URL, aber das Element ist nicht da oder das Element ist nicht bereit. Auf diesen SPA-Seiten müssen Sie immer doppelt überprüfen, ob Sie sich am richtigen Ort befinden und ob das Element bereit ist. Es gibt einige Frameworks, bei denen das Element vielleicht vorhanden ist, aber das JavaScript noch nicht initialisiert ist. Daher müssen Sie möglicherweise nach Hinweisen suchen. Manchmal musste ich sogar nach JavaScript im Button suchen, um zu sehen, ob das Ereignis vorhanden war. Ja, vertraue dem Hund nicht bei Platzwechseln, also sieh dir den gesamten Kontext an, bevor du darauf reagierst. 3 Minuten, alles klar. Wow, wir sehen einige Kommentare über Expats und so weiter und ich denke, wir werden das später auch noch ein wenig ansprechen, sowie weitere Fragen. Aber weißt du, wir haben über das Laden von Daten gesprochen. Asynchrones Laden von Daten, kann das schwierig sein. Lassen Sie uns das ein wenig vertiefen. Diego, ich werde diese Frage an dich weiterleiten. Was sind deine bevorzugten Methoden, um effektiv auf Daten zuzugreifen, die asynchron auf der Seite geladen werden? Sicher. Nun, ich denke, das erste ist, Selenium nicht zu verwenden. Verwenden Sie etwas, das darauf aufbaut. Es gibt eine Menge Frameworks, die mit automatischer Synchronisation oder automatischem Warten entwickelt wurden, die die meisten der Dinge erledigen, auf die sie warten möchten. Der große Fehler, den wir im Selenium-Projekt gemacht haben, ist, diese Frameworks nicht zu fördern, und dann verwenden viele Leute Selenium direkt, sodass sie ihre eigenen Wartezeiten für das Laden von Elementen, das Sichtbarwerden von Elementen und so weiter erstellen müssen, und das ist einfach ein Durcheinander. Wenn Sie also entweder Tests durchführen oder Web-Scraping betreiben, dann werden Sie viel Zeit investieren müssen, wenn Sie Ihren eigenen Code schreiben müssen, um zu identifizieren, wie die Seite in bestimmten Elementen reagiert. Und Sie konzentrieren sich dann nicht darauf, den gesamten Ablauf dessen zu verfolgen, was Sie eigentlich scrapen möchten, richtig? Meine Empfehlung wäre also, Dinge wie Selenide in Java zu verwenden, das eine Menge Methoden, die sofort einsatzbereit sind und Ihnen helfen, auf Dinge zu warten. Es könnte zum Beispiel ein Element sein, das nicht sichtbar ist, oder ein Kontrollkästchen, das nicht auswählbar ist. Und von dort aus kannst du einfach wachsen, richtig? Wenn du JavaScript verwendest, hat es viele Dinge direkt verfügbar. Daher würde ich empfehlen, etwas zu finden, das die meisten dieser Funktionen bereits enthält. So müssen Sie keinen Code für das Ziel schreiben, das Sie erreichen möchten. Ausgezeichnet. Greg? Dario? Ich weiß, Dario. Ich könnte dich wahrscheinlich bitten, den Rest dieser 1,5 Minuten zu füllen, aber ich werde Greg den Vortritt lassen. Sicher. Ja, ich war hauptsächlich im Chat vertieft, also kehre ich jetzt wieder in diesen Gedankengang zurück. Also, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, einfach auf die Webanfrageebene gehen und diese Anfragen abfangen. Wenn du mit dem DOM arbeiten musst, was oft der Fall ist, dann schlafe einfach nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie ein wirklich präzises Prädikat verwenden, ein fokussiertes Prädikat. Etwas wie auf Antwort warten, auf Selektor warten, auf Funktion warten, wird wirklich zu wenig genutzt. Sie können den Zustand angeben, bevor Sie diese Daten sammeln. Verwenden Sie ereignisgesteuerte Prädikate. Und Lokatoren, wenn Sie Playwright verwenden.
Verstanden. Dario, 40 Sekunden. Was hast du? Nein. Und ja, ich stimme Greg zu. Anfragen abzufangen und sogar durchzuleiten und zu wissen, dass die Anfrage eingegangen ist, ist großartig. Aber man muss auch mit dem Dom arbeiten. Ich denke, ich stimme Greg zu, weil eine Sache ist, dass die Anfrage hier ist, aber vielleicht braucht das JavaScript oder das Framework etwas Zeit zum Laden. Aber ich denke, dass es ein guter Hinweis ist, zu wissen, dass die Anfrage eingegangen ist und vorhanden ist. Aber ja, es kann ziemlich herausfordernd sein. Aber ja, Locator wird dir helfen. Und ja, ich stimme dem ziemlich zu. Nun, ich habe dies ein paar Sekunden später geladen, also werde ich mir erlauben, hier die 2 oder 3 Sekunden abzuschneiden. Und wir werden über das Laden sprechen, speziell über Lazy Loading. Also natürlich wird ein Teil des Inhalts nur geladen, wenn ein Benutzer mit der Seite interagiert, scrollt, klickt. Sie wissen schon, formell Paginierung. Paginierung funktioniert hier nicht so gut. Also müssen wir interagieren. Diese Frage geht an Greg. Greg hat nicht angefangen. Also Greg, welche Techniken hast du als am effektivsten empfunden, um Benutzerinteraktionen nachzuahmen, um auf diese lazy geladenen Inhalte zuzugreifen? Richtig. Okay, also im Einklang mit dem, was ich bisher gesagt habe, versuchen Sie, das DOM nach Möglichkeit zu vermeiden. Eine Sache, die Sie tun können, ist, die Seiten-nach-unten-Funktion der Tastatur zu verwenden, die auf fast jeder Website funktioniert, es sei denn, es gibt eine Schaltfläche, die Sie anklicken müssen, um diesen Thread zu laden, wenn Sie zum Beispiel auf Twitter sind und nach unten blättern. Die älteren Daten werden oben herausgefiltert. Stellen Sie also sicher, dass Sie diese Schnappschüsse der Daten erfassen, während Sie die Seite in Abschnitten nach unten scrollen. Und das hilft auch bei der Robustheit. Wenn Ihr Skript aus irgendeinem Grund beendet wird, haben Sie zumindest teilweise Daten und können es ein bisschen einfacher debuggen und sehen, wo Sie mit diesem lazy geladenen, unendlichen Scrollen aufgehört haben. Wenn du auf eine Schaltfläche klickst, versuche den Textinhalt oder die ARIA-Rolle der Schaltfläche zu verwenden, anstatt wieder diese starren, brüchigen Selektoren, und versuche erneut, Benutzerinteraktionen so weit wie möglich zu vermeiden, wenn du scrapest. Wenn du testest, versuche, Benutzerinteraktionen zu simulieren. Du möchtest im Allgemeinen das Gegenteil von Scraping tun. Du versuchst, wie ein Benutzer zu handeln, aber beim Scraping ist es nicht wirklich wichtig, dass du wie ein Benutzer handelst, es sei denn, es gibt eine Situation, in der die Website versucht zu erkennen, ob du ein Benutzer bist und dich blockiert. Solange du damit irgendwie durchkommst, mach es einfach. Und das bedeutet wieder, diese Anfragen der Scraping-Antwort abzufangen, anstatt zu warten, bis sie zum DOM gelangen. Und dann zu versuchen, eine Menge brüchiger CSS-Selektoren zu verwenden, um Daten aus jeder Karte oder jedem Tweet oder was auch immer es ist, herauszuziehen. Entschuldigung, Twitter, heute nehme ich dich aufs Korn. Oder YouTube-Kommentare oder was auch immer, du weißt schon. Also, es gibt auch vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Ereignisse. Vertrauenswürdige Ereignisse sind beim Scraping ein wenig überbewertet. Die nicht vertrauenswürdigen Ereignisse haben nicht die Sichtbarkeitsprobleme und die Unzuverlässigkeit von vertrauenswürdigen Ereignissen, die eine Art Mausbewegung simulieren, auf die Aktionsfähigkeit warten und dann klicken. Es ist eine häufige Sache, dass viele Fragen so lauten: Meine Klicks funktionieren nicht. Versuchen Sie einen nicht vertrauenswürdigen Klick, um zu sehen, ob Sie das umgehen können. Der Vorbehalt dabei ist, dass, wenn die Seite das erkennt und blockiert, man auf den sichtbarkeitsorientierten Klick angewiesen ist. Aber etwas Flexibilität beim Erzwingen von Klicks und der Verwendung von nicht vertrauenswürdigen Ereignissen ist eine weitere Möglichkeit, einige dieser Probleme zu umgehen, die auftreten, wenn man einen lazy geladenen Feed auslöst. Du hast etwas über Twitter erwähnt und dass die älteren Beiträge verschwinden. Was ist mit unendlichem Scrollen? Wie gehst du damit um? Richtig, das ist ziemlich üblich bei unendlichem Scrollen. Und wenn, wähle dein Ende, gehe weiter nach unten, bis du eine bestimmte Anzahl von Datensätzen erreicht hast. Aber ich denke, es ist in jeder anderen Hinsicht dasselbe wie ein nicht unendliches Scrollen. Achten Sie darauf, dass diese Elemente nicht nach oben verschwinden, damit Sie nicht erst am Ende feststellen, dass Sie nur 10 Datensätze haben und nach 2 Minuten Scrollen nach unten keinen Sinn mehr ergibt. Übrigens, blockiere Anfragen, die nicht mit dem Feed zusammenhängen. Das wird deine Scrapes im Allgemeinen beschleunigen. Verstanden. Eine Schnellrunde ist vorbei. Was kommt als nächstes? Wie greift man auf Daten in Shadow DOM zu? Shadow DOM-Komponenten können Teile der Website kapseln, was den Zugriff und das Scraping der enthaltenen Daten komplizierter macht.
Diese Frage geht an Dario. Wie gehst du vor, um Informationen aus Shadow-DOM-Komponenten zu extrahieren? Ich glaube, du hast das DOM vorhin erwähnt, ohne den Scraping-Prozess zu unterbrechen. Ja, also es gibt zuerst eine Sache, die du wissen musst. Ich weiß, du hast den Zähler. Ja, ich habe den Zähler. Ich habe ihn für mich. Das Erste, was du wissen musst, ist, dass das Shadow-DOM offen oder geschlossen sein kann. Die meisten Shadow-DOM-Komponenten, die du im Web siehst, sind offen. Aber ein Beispiel für eine geschlossene Komponente ist zum Beispiel der Schieberegler, den sie im nativen HTML-Schieberegler haben. Es ist ein Shadow-DOM. Und wenn du das schaffst, wirst du sehen, dass es ein Button ist, es ist eine Linie und es gibt dort eine Aktion. Aber du kannst mit JavaScript zu diesem Button gelangen. Für dich ist es also ein Slider. Aber die meisten Komponenten, die sie beim Entwerfen und Kapseln sehen werden, sind in der Regel meistens offen. Zum Glück für uns werden die meisten Tools, Playwright, Puppeteer, das, was sie als durchdringendes Shadow DOM bezeichnen, durchführen. Und das ist großartig, denn wenn du zum Beispiel in Playwright mit einem Locator arbeitest, kannst du sagen, gib mir alle Bilder. Playwright oder Puppeteer wird es dir geben. Ich denke, Playwright macht einen viel besseren Job. Also, lassen Sie uns zu Playwright gehen. Sie werden Ihnen alle Bilder geben, sogar innerhalb des Shadow DOM. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das, was Playwright tut, eine manuelle Sache ist. Es geht also von Shadow DOM zu Shadow DOM und führt Abfragen durch und es ist rekursiv. Innerhalb des Shadow DOM kann es ein weiteres Shadow DOM geben. Also, es wird alle Elemente sammeln. Du musst wissen, dass, obwohl es wie Magie erscheint oder du denkst, dass es kein Shadow DOM gibt, dort Shadow GAM im Spiel ist. Warum solltest du dich darum kümmern? Weil du unbedingt wissen musst, wie die Website, die du scrapest, aufgebaut ist. Aber auch, wenn sie JavaScript verwenden, also wenn sie Informationen manuell aus dem DOM abrufen müssen, sollten sie wissen, dass sie beispielsweise den Query Selector nicht fragen können oder der Query Selector nicht für sie in das Shadow DOM eindringen wird. In diesen Fällen müssen sie manuell vorgehen. Eine Sache, die man berücksichtigen sollte, ist, dass man Shadow DOMs wie iframes betrachten muss, wenn das Tool einem nicht bei der Arbeit hilft. Es ist also ziemlich dasselbe. Wenn du mit iframes arbeitest, musst du alle iframes sammeln und sie gehen dann zum Dokument und dann hast du dort im Grunde eine Rekursion. Mit Shadow DOM ist es im Grunde dasselbe, aber anstatt nach dem Dokument eines iframes zu suchen, muss man die Shadow Root Eigenschaft des Elements verwenden. Wenn das Element irgendein Element, weil man es nicht weiß, meistens haben sie einen speziellen Tagnamen. Aber wenn das Element eine Shadow Root hat, bedeutet das, dass sich ein Dokument darin befindet. Es bedeutet, dass sich mehr darin befindet. Also musst du in den Shadow Root gehen und dort hast du deinen eigenen Query Selector oder diesen Query Selector für diesen spezifischen Kontext. Wisse also, dass du mit Shadow DOM arbeitest, als würdest du mit iframes arbeiten. Alles klar. Noch eine schnelle Frage und ich wollte mich bei allen bedanken, die Fragen im Q&A stellen. Wir erhalten diese und werden sie am Ende beantworten. Also, der sechste Punkt hier ist die Sicherstellung von Vollbild-Screenshots dynamischer Inhalte. Natürlich kann es schwierig sein, vollständige Screenshots zu erfassen, wenn man es mit dynamischen Inhalten zu tun hat. Oft passt es nicht in eine einzige Ansicht. Daher übergebe ich diesen Punkt an Diego. Diego, welche Methoden empfiehlst du, um genaue Vollbild-Screenshots von hochdynamischen Websites zu erstellen? Ja, das ist auch ein häufiges Problem beim Testen und ich lerne, dass es auch beim Web-Scraping ein Thema ist. Die Verwendung von Firefox ist ziemlich einfach, da Firefox vor einiger Zeit einen nativen Befehl eingeführt hat, um einen vollständigen Screenshot der Seite zu erstellen. Der komplizierte Teil besteht darin zu wissen, wann der Inhalt geladen ist, richtig? Das Problem dabei ist, dass man eine Gewichtungsstrategie mischen muss, um wirklich herauszufinden, ob das, was man braucht, vorhanden ist. Also müssen Sie auf etwas warten. Daher empfehle ich, einen dieser Wrapper in Selenium zu verwenden. Und dann einfach den Screenshot machen, richtig? Es gibt auch eine Integration zwischen Selenium und CDP, die es Ihnen ermöglicht, das Chrome DevTools Protokoll zu verwenden, um einen Vollbild-Screenshot zu machen. Mit Blick auf die Zukunft arbeiten das Selenium-Projekt und die Browser-Anbieter gemeinsam am WebDriver ByD-Standard, was bedeutet, dass ich es wahrscheinlich nicht so sagen sollte, aber die Idee ist, das CDP so zu standardisieren, dass alle Browser auf diese Weise arbeiten können.
Eine der coolen Sachen, die bereits passiert, ist, dass Puppeteer bereits WebDriver Bydee unterstützt, sodass man Chrome und Firefox über Puppeteer automatisieren kann und eine der dort vorhandenen Methoden verwenden kann, um Vollbild-Screenshots zu machen, was meiner Meinung nach in einer der bald kommenden Versionen von Chrome und Firefox enthalten sein sollte. Und schließlich werden sie dasselbe in Safari und so weiter tun. Das sind also die Methoden, die ich empfehle. Und wenn du Hilfe benötigst, kannst du uns im Slack-Kanal beitreten, wo alle Ausschüsse da sind, um dir zu helfen. Verstanden. Greg, Dario? Es gibt Dinge, die Sie auch überprüfen können. Zum Beispiel können Sie überprüfen, ob die Schriftarten mit JavaScript geladen sind. Also, ich erinnere mich nicht genau, aber es gibt eine Funktion, die man im Dokument aufrufen kann, um zu überprüfen, ob die Schriftarten bereit sind. Eine weitere Sache, die Sie auch zusätzlich eventuell überprüfen können, ist, ob die Bildelemente geladen sind. So können Sie überprüfen, ob die Bilder vorhanden sind. Es gibt also einige Arbeiten, die ziemlich manuell sind, aber es gibt einige Dinge, wie zum Beispiel die Schriftarten auf den Bildern, die Sie überprüfen können, bevor Sie den Screenshot machen. Um das weiter auszuführen, sehe ich, dass Network Idle oft für Screenshots verwendet wird und das wird ziemlich langsam sein. Ich empfehle, etwas Ähnliches zu tun, wie es erwähnt wurde, wo Sie all diese Anfragen überprüfen, sicherstellen, dass alle Anfragen eingehen und dann sofort fortfahren und den Screenshot machen. Zählen Sie alle Prädikate auf, die erforderlich sind, um diese Seite zu erhalten. Ich habe eine zweifache Beschleunigung gesehen und kann ein Beispiel dafür teilen. Ausgezeichnet. Wir haben viel über das Scripting gesprochen. Der letzte Punkt, den wir haben, ist das Gespräch über Großoperationen. Also werde ich ein wenig darüber sprechen. Und wissen Sie, wenn Sie Skripte schreiben oder Scraping in einem kleinen Umfang durchführen, werden Sie diese Probleme wirklich nicht treffen, es sei denn, es gibt bestimmte Überprüfungen. Aber es gibt definitiv Anti-Bot-Technologien und Blockierungstechnologien da draußen. Und so kann es für Leute, die Skripte schreiben, schwierig sein, herauszufinden, wie man das löst. Und so, wissen Sie, ich habe mit unserer FNI gesprochen, wir machen das täglich für unsere Kunden. Es ist also keine leichte Aufgabe, aber es ist machbar, richtig? Und so sehen wir, dass dies die verschiedenen Elemente sind, die man als Person, die skriptet, berücksichtigen muss, wenn man seine eigene Infrastruktur hostet, richtig? Sicherstellen, dass man Fingerabdrücke korrekt handhabt. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Cookies verfügen und greifen Sie über Proxy-Dienste auf IP-Adressen aus verschiedenen geografischen Regionen zu, wenn Sie keinen Zugang zu Rechenzentrums-IPs weltweit haben. Dies sind Dinge, die ich gesehen habe, dass Leute intern handhaben. Aber was ich immer häufiger sehe, ist, dass man die Leute, die die Skripte schreiben, Experten darin sein lässt und das Infrastrukturstück anderen Unternehmen überlässt. Und das wären Unternehmen wie unseres oder andere. Unsere Wettbewerber tun ähnliche Dinge. Das macht ihre Arbeit viel einfacher. Und um dies zu lösen, haben wir ein Produkt namens Scraping Browser auf den Markt gebracht. Den Scraping Browser haben wir vor etwa 1,5 Jahren eingeführt. Und was Ihnen das ermöglicht, nicht über diese Dinge nachzudenken. Sie konzentrieren sich auf Ihre Crawling- und Browser-Skripte zu schreiben. Du fügst Informationen ein. Worüber wir bei den anderen Fragen zuvor gesprochen haben, bezieht sich auf was du schreibst. Fertig, lädst du es in einen Scraping-Browser und führst es aus. Und jetzt müssen Sie nicht mehr über Sitzungsverwaltung nachdenken oder das Rotieren von IPs und solche Dinge. Und dann erhältst du einfach das gewünschte Ergebnis. Das Schöne daran ist, dass wir kürzlich einen Spielplatz gestartet haben und ich werde dir ein kurzes Video davon zeigen. Und was der Playground ist, ist im Grunde unsere Scraping-Browser-Infrastruktur, auf der Sie testen können, ob es funktioniert. Und wenn Sie es in großem Maßstab ausführen wollen, können Sie es tun. Wenn Sie das Backend besitzen wollen, um zu arbeiten, lassen Sie mich Ihnen ein kurzes Video zeigen. Dies ist in Ihrem Konto verfügbar, wenn Sie gerade helle Daten in Ihrem Scraping-Browser haben. Und Sie können auf der linken Seite unseren Puppeteer-Code sehen. Es zeigt dir alles, was es tut. Es geht tatsächlich zu einer Amazon-Seite hier auf der rechten Seite. Es sucht nach Laptops. Und dann werden Sie in der Konsole die Ausgabe der Informationen sehen, die Sie erhalten. Ich ermutige alle Teilnehmer dieses Webinars, das auszuprobieren. Es ist etwas, auf das wir sehr stolz sind. Dieser Spielplatz ist relativ neu. Ich denke, er ist erst ein paar Wochen oder Monate alt. Er ist neu, also probieren Sie es aus. Und nochmals, von unserer Vertriebsseite, von meinem Pre-Sales-Team, wir sind ununterbrochen mit Entwicklern im Gespräch,
die dies nutzen, weil es ihnen ermöglicht, sich keine Sorgen um die Infrastruktur zu machen und sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, nämlich die Skriptsprache zu schreiben, um die Daten zu sammeln, die sie benötigen. Damit kommen wir nun in die Pop-Quiz-Zone. Also, es liegen wieder $200 auf dem Tisch. Eine Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass Zoom es ihnen ermöglicht, Fragen im anonymen Modus zu stellen. Leider weiß ich nicht, wer Sie sind, wenn Sie die Frage im anonymen Modus beantworten. Also werden diese $200 im Niemandsland herumschwirren, bis ich die nächste korrekt beantwortete Frage anschaue und dann bekomme ich diese Antwort. Wenn Sie diese Frage beantworten und am Pop-Quiz teilnehmen möchten, geben Sie Ihren Namen und die Antworten an. Mein Team überprüft es. Sobald die Antwort eintrifft, teilen Sie es mit. Wir werden euch die Antwort mitteilen, einen Gewinner bekannt geben und zum Q&A-Abschnitt übergehen. Ohne weitere Umschweife, was ist die Frage? Einige Websites verwenden dynamische Klassen, die sich häufig ändern. Dies kann die Skalierung der Datenerfassung sehr schwierig machen. Wie können wir verhindern, dass unsere Scraper kaputt gehen und effektiv parsen? Ich gebe ihm ein paar Sekunden. Wir haben das möglicherweise bereits früher in der Sitzung beantwortet. Ich werde nicht Ja oder Nein sagen, aber es könnte früher Antworten gegeben haben, also fügen Sie das ruhig hinzu. Und ich überprüfe jetzt mit meinem Team, ob wir eine passende Antwort haben. Die Spannung, sie bringt die Leute immer um. Alles klar. Während wir das durchgehen, werde ich tatsächlich mit dem Team Rücksprache halten, während wir die Q&A durchgehen. Aber wir haben Fragen, also wollte ich in die Q&A einsteigen. Die erste richtige Antwort mit dem Namen, sobald ich darüber benachrichtigt werde, lasse ich es euch wissen. Lasst uns in die Q&A einsteigen. Und so die erste Frage, haben Sie einige Tipps zum Abfangen von Frontend-API-Aufrufen zum Verwalten von grundlegenden Authentifizierungs- und Autorisierungsabläufen? Wer möchte das übernehmen? Ich glaube, ich habe im Chat geantwortet, also erläutere das einfach weiter. Und alle anderen, fühlt euch frei, euch einzubringen. Aber es sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Das Frontend fordert an, machen Sie sich mit dem Netzwerktab vertraut und suchen Sie dort nach Ihren Daten. Sobald Sie die Anfrage gefunden haben, gibt es so viele Möglichkeiten. Sie müssen also anpassungsfähig sein. Web-Scraping hat im Allgemeinen nur wenige Allheilmittel, daher muss man improvisieren und die Dinge von Fall zu Fall angehen. Aber das Erste, was Sie tun können, ist, diesen Endpunkt direkt von Node oder generischem Python auszutesten. In vielen Fällen können Sie diese Daten abrufen, ohne die Seite zu automatisieren, um einen ungeschützten Endpunkt handelt. Wenn es geschützt ist, müssen Sie möglicherweise diese Anfrage simulieren, indem Sie auf eine Schaltfläche klicken und dann die Antwort abfangen, zum Beispiel mit Wait for Response in Playwright und Puppeteer oder in einigen Fällen mit Page.onResponse. Und bei der Authentifizierung wird es darauf ankommen, wie man es im Einzelfall handhabt. Wenn es sich um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung handelt, müssen Sie dies möglicherweise manuell durchführen. Aber dann können Sie das im Benutzerdatenverzeichnis cachen, was Chromium unterstützt. Und das wird vermeiden, dass man es wiederholt tun muss. Möglicherweise muss man es nur einmal pro Woche oder so manuell machen, wenn es sich um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung handelt. Wenn es sich um eine automatische Authentifizierung handelt, sollten Sie die Daten erneut zwischenspeichern. Aber jede Seite ist anders. Daher gibt es keine universelle Antwort. Man muss spontan denken. Ja, und auch in beiden kannst du einrichten. Du kannst einrichten, wenn eine grundlegende Authentifizierung angefordert wird, kannst du Benutzername und Passwort festlegen und der Browser wird das für dich lösen. Aber ich denke, der Trick wird auch sein, so nah wie möglich an der Benutzerinteraktion zu sein. Also denke ich, dass ich... Es kommt. Sie können die Anfrage patchen. Ich habe nachgedacht. So können Sie jede Anfrage abfangen und patchen und Ihre grundlegende Interaktion hinzufügen. Aber ich werde versuchen zu sehen, wie man nachahmen kann, wie der echte Benutzer die Website nutzen wird. Also gut, ich stimme euch beiden irgendwie zu, weil ich gesehen habe, dass die Leute Angst haben, mit dem Netzwerk herumzuspielen. Ich denke, was Greg während des gesamten Webinars gesagt hat, sollte man berücksichtigen, denn das ist die gleiche Situation bei Selenium-Nutzern. Sie interagieren gerne mit der Website, aber wenn Sie einen definitiven Zustand oder einen statischen Zustand der Website haben wollen, um etwas zu tun, dann sollten Sie auf das Netzwerk achten. Und zum Beispiel gibt es viele Dinge wie Google Analytics oder andere Dinge, die man einfach nicht blockieren kann.
und dann kann man sein Scraping auf eine einfachere Weise durchführen. Alles klar, danke dafür. Nächste Frage. Wie schreibt man ein robustes X-Pads, das in Zukunft nicht fehlschlägt? Schreibe nicht X-Pads. Tu es einfach nicht, bitte. Einfach nicht. Fair genug. Ja. Und wenn du zum Beispiel Playwright verwendest, lerne alle verfügbaren Locator. Es gibt tonnenweise Locator. Und du kannst zum Beispiel einen Locator nach Text erhalten und dann zum übergeordneten Element gehen. Es gibt also viele Dinge, die Sie lösen können, ohne XPath zu verwenden. Bitte verwenden Sie kein XPath. Alles klar. Gibt es Überlegungen, ob es jemals eine Standardmethode geben wird, um HTML und Tools wie Puppeteer und Selenium zu bündeln, die archivierbar sind, wie bei MHTML bei dynamischen SPA-Seiten möglich ist? Wir mussten Skripte verwenden, um diese Informationen zu sammeln, aber das ist nicht immer zu 100% erfolgreich. Ich denke nicht. Ich denke nicht, weil wir auch versucht haben, dies während der Sitzung zu kommunizieren, dass jede Website anders ist und man lernen muss, wie die Website sich verhält. Es kann also keine standardisierte Methode geben, um einfach den gesamten Blob zu erfassen und irgendwo zu speichern. Also müssen Sie von Fall zu Fall vorgehen und herausfinden, wie Sie sich anpassen können, wenn sich etwas ändert. Ich meine, kurz gesagt, das ist es. Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu tun, weil jede einzelne Website etwas anderes hat. Also kann man keine Einheitslösung für diese Dinge haben. Und es wird komplizierter, weil man jetzt lokalen Speicher hat. Jetzt kann man seine lokale Datenbank haben. Und jetzt kann man mit Google sogar KI lokal haben. Also denke ich, dass es immer schwieriger wird, eine gesamte Website herunterzuladen, wissen Sie? Und je nach Standort könnte die Website etwas anderes anzeigen. Ja, Sie wissen es nie. Alles klar. Der nächste. Gibt es eine automatisierte Methode, um die Aufrufe abzufangen und besser nach der Logik zur Erstellung von Authentifizierungstokens zu suchen oder die Interaktion mit SPA besser zu handhaben? So etwas wie Burp Suite, aber mehr auf Scraping ausgerichtet. Und wenn wir unser Panel gestoppt haben, weiß ich nicht. Was ist Burp Suite? Damit bin ich nicht so vertraut. Die Frage wurde gestellt. Ich denke, es gibt keine Möglichkeit für die Leute, darauf zu antworten. Wer auch immer diese Frage gestellt hat, wenn Sie das im Chat näher ausführen möchten, kann das Team die Frage hier mit ein paar mehr Details wieder einbringen. Ich kann es googeln, auf deinen Hauptpunkt zu antworten. Habe ich im Allgemeinen lieber von Hand mache, weil jede Seite anders ist. Es ist schwer, Dinge zu automatisieren. Ironischerweise gibt es bei der Browser-Automatisierung diesen einen seltsamen Trick, der jede Anfrage abfängt. Es ist einfach wirklich schwer, das zu finden. Normalerweise muss man einfach tief graben und es auf die harte Tour machen. Ja, weil auch, ich meine, die meisten Out-Tokens sind nicht sehr langlebig. Dann muss man alles noch einmal machen. Also habe ich darüber nachgedacht, ob das für uns Sinn macht, wie lange man einen Out-Token speichern muss. Ja. Alles klar. Also verwenden wir Screen für Burp Suite. Das scheint interessant. Danke für diese Empfehlung. Alles klar. Danke, Zuhörer oder Zuschauer. Wir verwenden Scraping für verschiedene Websites, ohne das DOM zu kennen, und nehmen das HTML der geladenen Seiten. Es wurde gesagt, dass das Vertrauen auf Netzwerkleerlauf nicht der beste Ansatz ist, um festzustellen, dass die Seite vollständig geladen ist. Gibt es Empfehlungen für eine bessere Vorgehensweise in diesem Fall, indem wir keine spezifischen Elemente überprüfen können, da wir nicht wissen, welche es sein werden? Also mein Gedanke dabei ist, dass es da etwas geben muss. Also vielleicht ist es nicht klar, aber ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, das klingt dumm, aber da ist etwas, also wegen dem, mein Ansatz vielleicht. Ich weiß, ich bin dumm, aber da ist nichts. Also wenn ich das finde, ist es nicht möglich, dass alles auf der Seite dynamisch ist. Es muss etwas geben, das eindeutig ein Hinweis darauf ist, dass die Seite fertig ist. Und ich denke, man endet damit. Aber vielleicht muss man in den DOM gehen und schauen und versuchen zu denken, aber es gibt immer etwas. Und selbst zum Beispiel mit dem Beispiel, das du gegeben hast, dass die Klasse dynamisch ist.
Also, wenn du aus einer Zeit kommst, in der man ein Element nur mit XPath oder CSS-Klassen bekommen konnte, ja, dann bist du vielleicht verloren. Aber mit einem neuen Selektor sagst du, okay, es könnte einen Text geben, den ich mit einem Textselektor oder mit einer Arial-Rolle verwenden kann. Also denke ich, je mehr sie über die Funktionen ihrer Frameworks wissen, zum Beispiel, und sogar was Greg über die Wartefunktion erwähnt hat, können sie sogar eine JavaScript-Funktion schreiben, die ihnen etwas darüber sagt. Etwas, das bereit ist und ein Spieler oder ein Puppeteer wird diese Funktion aufrufen, bis diese Funktion wahr ist. Aber wenn man nach Text, einem Titel oder einer Bereichsrolle oder etwas Ähnlichem sucht, dauert es manchmal länger als sonst, aber es gibt immer etwas Stabiles, das einem einen Hinweis gibt. Eine Sache, die man näher erläutern sollte, ist, dass es zwei Situationen gibt. Es gibt die Situation, in der man eine Website scrapt und ein sehr enges Prädikat wählen kann und alles schön ist. Und dann gibt es die andere Situation, in der man jede Seite scrapen möchte und ab diesem Punkt sind alle Wetten offen. Es wird wirklich schwierig sein, etwas zu finden, das für alles funktioniert. Wie ich schon sagte, gibt es keine Wunderwaffe im Web-Scraping. Allerdings, eine Sache, die in der Q&A erwähnt wurde und die ich für gut und hervorhebenswert halte, ist, dass man einige Dinge tun kann, die für das eigene spezielle Gebiet funktionieren könnten. Wenn Sie diese Teilmenge von Websites auf etwas wie, sagen wir, Textstabilität eingrenzen können, bei der Sie den Textinhalt der Seite alle 50 Millisekunden oder so erfassen und dann, ich weiß nicht, wenn Sie etwa eine Sekunde warten, ähnlich wie bei Netzwerk-Idle, aber für den Textinhalt der Seite, dann könnten Sie sagen, okay, es ist Zeit, diesen Schnappschuss zu machen. Und wenn Sie diesen Schnappschuss machen, sollten Sie in Betracht ziehen, ihn in Mozilla Readability zu stecken, das ihn in Markdown umwandeln wird. Naja, eigentlich wird Readability HTML sein, aber dann können Sie das in einem zusätzlichen Schritt in Markdown umwandeln, was wirklich nützlich ist für viele dieser AI-Scrapes, die jetzt für Retrieval Augmented Generation RAG-Apps stattfinden, aber auch einfach für viele Textextraktionen im Allgemeinen. Das ist also eine Möglichkeit, um eine Seite zu scrapen. Aber ja, man muss wirklich einige Einschränkungen festlegen und herausfinden, wo die eigenen Grenzen liegen. Geben Sie Ihr Bestes, um diese Schnittpunkte zu finden. Und wir sind fast am Ende, also habe ich hier noch eine letzte Frage. Und ich denke, wir haben ein wenig darüber gesprochen, also könnte es eine Wiederholung sein, aber haben wir irgendwelche Mechanismen, um Lazy Loading aller Inhalte auf der Seite ohne Benutzerinteraktionen wie Klicken, Scrollen und so weiter auszulösen? Denn ich erinnere mich an die Abwärtstaste, aber das ist immer noch eine Benutzerinteraktion. Ja, ich würde sagen, ich habe keine gesehen. Viele dieser Funktionen, wenn sie geschrieben werden könnten, würden sicherlich von Playwright und Puppeteer bereitgestellt werden. Die Funktion zum Scrapen jeder Webseite wäre fantastisch. Sie würde die gesamte API überflüssig machen und wir hätten nur diese eine Wunderwaffe, die alle Benutzerinteraktionen handhaben würde. Und man könnte alle Eventlisten auslösen, aber sie wird nicht vertrauenswürdig sein. Sie könnten nicht richtig ausgelöst werden. Es gibt einfach viele Probleme, die ich bei der Erstellung dieser Funktion sehen kann. Übrigens, eine andere Sache, die heutzutage oft auftaucht, ist KI. Also, wenn du eine KI fragen kannst, hey, kannst du diese Seite automatisieren oder Text extrahieren? Es wird dort viele Zuverlässigkeitsprobleme geben. Ich denke nicht, dass es ein gelöstes Problem ist, aber es gibt ein gewisses Potenzial für ein allgemeineres Scraping mit einem KI-Tool in der Zukunft. Also beobachte ich es irgendwie, aber ich bin ziemlich skeptisch. Ja. Ja, eine weitere Sache, die du auch tun kannst, aber du musst wissen, wie die Websites aufgebaut sind oder was sie verwenden, ist vielleicht die Änderung der Funktionsprüfung, die sie im Browser verwenden. Manchmal sagen sie also, okay, wenn dieser Browser diese Funktion unterstützt, werde ich diesen Weg gehen. Und wenn dieser Browser diese Funktion nicht unterstützt, werde ich einfach alles rendern. Also vielleicht kannst du diesen Wert auf True, False oder Undefined setzen. Aber wiederum, du musst vielleicht wissen, welches Framework sie verwenden oder was die Überprüfung ist. Also musst du vielleicht in das JavaScript eintauchen, das sie verwenden. Aber manchmal habe ich Leute gesehen, die sagen, okay, lass uns so tun, als ob dies ein Internet Explorer 3 ist. Und so rendert es alles auf einmal, weißt du, solche Sachen. Aber ja, man muss wissen, was die Seite verwendet, um Daten darzustellen. Verstanden. Nun, ich möchte dem Panel hier danken.
Greg, Dario, Diego, ihr wart hier ausgezeichnet. Ich weiß, dies war eine Schnellrunde, in der wir viele Informationen behandelt haben, Nachricht erhalten. Sie überprüfen die Antwort, sodass wir den Gewinner kontaktieren werden. Es gab einige kreative Lösungen für unsere Fragen. Wir sind sicherstellen, dass sie korrekt sind und wir werden den Gewinner kontaktieren. Mein Name ist Jacob Glodig. Ich leite den Pre-Sales-Bereich. Meine E-Mail-Adresse ist jacob@geekbrightdata.com. Wenn Sie Feedback zu diesen Sitzungen oder zukünftigen Webinaren haben, die Sie im Bereich der Web-Daten-Interaktion interessieren könnten, lassen Sie es mich wissen. Nochmals vielen Dank an das Panel. Es wird im Anschluss eine Umfrage geben, daher wäre ich dankbar, wenn alle diese ausfüllen könnten. Aber das ist die volle Stunde. Ich möchte den Leuten nicht zu viel Zeit nehmen. Also nochmals vielen Dank und einen wunderbaren Tag.